weh, oh weh, oh weh, da sind einige Bugs im Umlauf, über die ich euch heute unbedingt warnen muss. Und ja, es ist, ob man da jetzt drüber lachen kann oder nicht, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall fand ich es extrem wichtig, euch darüber zu informieren. Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödlandbesucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Jawohl. Zum einen gibt es einen PvP-Bug, der erlaubt es, dass ihr getötet werden könnt im Spiel, obwohl ihr gar kein PvP getriggert habt. Diese Nachricht ist jetzt schon 2-3 Tage alt und da war das halt eben so, als ich von diesem Bug erfahren habe und auch erfahren habe, wie er funktioniert, haben wir das in einer geschlossenen Gruppe ausprobiert, ob das wirklich funktioniert. Und dort hatten wir dann festgestellt, okay, anscheinend hat Bethesda davon Wind bekommen und er hat nicht funktioniert bei uns. Und jetzt allerdings geht er wieder. Ja, also vielleicht lag das nur an uns, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es möglich, euch im Spiel zu erschießen, auch wenn ihr kein PvP getriggert habt. Das Beste, was ihr jetzt machen könnt, da gibt es zwei Methoden. Ich werde euch nicht verraten, wie dieser Bug zustande kommt. Ich kann euch nur verraten, was ihr dagegen tun könnt. Ja, Punkt Nummer 1, geht in den Pazifisten-Modus, schaltet den Pazifisten-Modus an, dann sollte das eigentlich erstmal nicht gehen, also dass man euch erschießen kann. Sollte es doch funktionieren, ja, und ihr werdet mal erschossen von einem fremden Spieler, einfach so, mir nichts, dir nichts, und ihr guckt in eure Einstellung und seht, ihr habt den Pazifisten-Modus an, der hat euch trotzdem getötet, dann gibt es die zweite Möglichkeit, nicht in einem Team zu sein. Okay? Das sind so die zwei Tipps, die ich euch geben kann. Normalerweise, wenn ihr Pazifisten-Modus anhabt und ihr seid in einem Team, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber wie gesagt, wenn ihr feststellt, okay, ich habe Pazifisten-Modus an, ich konnte trotzdem getötet werden, dann spielt einfach mal nicht in einem Team, bis dieser Fehler behoben wurde. Ja, ich habe auch von vielen Leuten jetzt die Nachricht bekommen, ihnen ist das passiert, sie sind getötet worden und so weiter und so fort. Wie gesagt, Pazifisten-Modus anmachen und ja, Team verlassen am besten, ja, Solo spielen. Gut, der zweite Bug, der aufgetaucht ist, den sollte man kennen, das ist jetzt nichts Neues, und zwar der Verkaufsautomat. Bei dem Verkaufsautomat ist es momentan auch so, man hat es auf Reddit gelesen, einige User, die das bestätigt haben, man kann wieder aus dem Verkaufsautomaten für ein paar Kronkorken Sachen aus eurer Stashbox kaufen, ob ihr das wollt oder nicht. Das Beste, was ihr da machen könnt, ist wirklich den Verkaufsautomat abreißen, denn nur das Abschalten vom Strom bringt nichts. Das wurde auf Reddit auch schon so bestätigt. Gut, das sind die zwei Bugs, über die ich euch heute mal informieren wollte. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr kurzes Video gewesen. Heute Abend gibt es natürlich wieder einen Livestream auf Twitch. Ihr wisst Bescheid, wir geben Vollgas. Und in diesem Sinne danke ich euch jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht nicht so viel Blödsinn. Servusle und ciao.